Hallihallo, willkommen zurück zu Skyrim. Weiter geht's. So, ist natürlich die Frage, wie sollen die denn anschauen? So, also so rum oder? Ja, ist die Frage, ne? Sollen die denn so schauen oder sollen die so rumschauen? Oder alle nach hinten? Das ist natürlich so eine Frage, ne? So haben wir ja auch schon gemacht. So rum. Aber jetzt nicht in derselben Richtung. Deswegen ist es ein bisschen komisch, wie die jetzt genau sein sollen. Die drei ist ein bisschen komisch. Mal drüben gucken. Guck mal nochmal an. So, wenn man reingeht. Schlange, vor Kopf war. Ach, immer vor Kopf. Okay. Also hier Schlange. Da Wal und dann hier Adler. Ja, haben wir doch. Ah, die Kette hätte man ziehen müssen. Kommen wir nicht daher? Nee, ne? Nee, wir kommen von da irgendwo. Ja, genau, da kommen wir her. Ja, müssen wir noch tiefer. Alles klar, Herr Kollege. Ja, ein bisschen komisch gemacht. Ist hier noch was? Nein. Zwei Gegner. Oh, Spinnen. Spinni. Komm, ja, junge Spinne und die Mutterspinne. Oh, zwei mit einem Schlag. Die haben meistens immer nur Frostbiss gibt bei. Muss nicht unbedingt sein. So, was haben wir hier Schönes? Isolierte Drachenplattenbrustpanzer 187. Was ist unser? 187 Bekleidung, Rüstung, 182. Einhandangriffe, 40% höheren Schaden. Die paar Punkte. Lassen wir. Wir machen einen schönen Bonus drauf, von daher. Wenn man natürlich jetzt nichts anderes hat, ne? Klar, Drachenplatten. Muss man Schmiedekunst auf 100, glaube ich, machen, kann man die Drachenplatten. Also kann man aus den Drachen ja die Schuppen und die Knochen zu Rüstung zusammen machen. Auch eine sehr gute, schwere Rüstung, aber ne? Kann man natürlich auch machen. Oh, was haben wir hier? Gar nichts. Meine Fans sind da, yeah, ja. Und dann noch einer, yeah. Weil die müssen feierlich halten, nichts aus, ey. Noch mehr? Oh ja, oh, ey, noch mehr Fans. Hey. Nicht so stürmisch, Leute. Nicht so stürmisch. Hey, Party. Afgilon? Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Hey, was soll denn das? Von hinten. Geh schlafen. Oh, haben wir sie. Das kennen wir ja, ne? Die so eine Tür. Haben wir auch schon als allererste, also ganz am Anfang des Spiels, das Ödsturz-Hügelgrab. Ja, sagt man 10-mal hintereinander. Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Man schaue sich die Drachenklaue an. Elfenbein, da ist sie. Sieht man im Schild.
Die drei Symbole, der Falke, Falke, Motte, ne? Ist ein bisschen klein. Kann man nicht irgendwie größer machen oder so? Ne. Kann man nicht zoomen? Ah, doch, ja, so ein bisschen. Falke, Falke. Ja, Motte müsste es sein. Ja, machen wir das mal. Ach, Falke. Ach, ich Idiot. Ja, da. Falke, du noch einmal. Und die Motte. Nächste Falke. Da ist er. Einfach nur das Schlüsselloch aktivieren. Wenn es nicht klappt, dann ist es meistens eine Falle. Dann passiert irgendwas. Welche Pfeile regnen raus oder irgendein Kram. Oder es passiert gar nichts halt. Ist eigentlich ganz simpel bei diesen Türen. Wenn man es nicht weiß, ne, ist eigentlich ganz einfach. Natürlich bei jeder Klaue anders. Ne? Also wenn man sich die Klaue erstmal anschauen, dann was da für eine Kombination ist. Die Krypta. Da gehen wir da rein. So. Was haben wir da? Nichts. Nichts ist nicht viel. Komm schon wieder gleich ein Boss, ne? Natürlich. Und noch ein paar zusätzliche. Hey. Party. Ah ja, ist ja gut. Hält ja gar nichts aus. Mann, Junge. Fragment für ein Goldus-Amulett. Schwarzklinge. Sie wird 10 Gesundheitspunkte. Brauchen wir eigentlich nicht. Machen wir mit. Versiegelungsformel. Wiegt nichts. Können wir mitnehmen. Nee. Granatstein nicht. Ja, ja, ich komme ja gleich. Ja, ja, ist so gut. Ich weiß, links waren noch zwei. Wo sind sie? Hallo. Hey Jungs. Hä? Nö, keiner mehr da. Okay. Das war's eigentlich auch schon, ne? Können wir, glaube ich, wieder raus. Ich muss leider Schluss machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim. Bis dahin. Tschö mit dir.